Starpianist Lang Lang in Wolfsburg. Da war er also, gut gelaunt und charmant, der chinesische Starpianist Lang Lang machte Station in Wolfsburg. Vor seinem Konzert im Kongresspark traf er in der neuen Schule Wolfsburg auf rund 100 Schüler, die ihm mit einem Lied einen herzlichen Empfang bereiteten und danach mit Fragen im Beschlag nahmen. Ohne jegliche Starallüren stand er erstaunlich offen, Rede und Antwort. So wollten die Kinder zum Beispiel wissen, wann er mit dem Klavierspielen anfing und ob er eine Freundin hat. Mit 2 Jahren und zurzeit nein, antwortete der 29-Jährige. Ob er sich schon einmal während eines Konzertes verspielt hätte und was er dann machen würde. Natürlich, sagte Lang Lang, mache auch er ab und an Fehler. Dann tue er einfach so, als ob nichts gewesen wäre, in der Hoffnung, dass es keiner merkt. Mit vollem Körpereinsatz erzählte er vom Blackout einer Pianistin, die nach den ersten Tönen einfach nicht mehr wusste, wie es weiterging und in ihrer Not einen Herzinfarkt vortäuschte. Selbstverständlich gab der Maestro auch eine Kostprobe seines Könnens. Bevor es soweit war, waren die Kinder dran. Ob denn keiner etwas für ihn spielen wolle, fragte er, und ohne Scheu ließen sich einige Kinder nicht lange bitten und hauten in die Tasten. Ob es denn etwas Schnelles oder Langsames sein soll, fragte Lang Lang die Kinder. Etwas Schnelles, sagten diese, und der Maestro ließ sich nicht lang bitten. Anschließend gab der Ausnahmepianist noch Autogramme, bevor es zum Proben und zum Konzert in den nahegelegenen Kongresspark ging. Bei dem schon seit Wochen ausverkauften Konzert dürfte es ihm problemlos gelingen, auch ohne Herzinfarkt, für Furore unter den Zuschauern zu sorgen.